mal gucken. Hatte der? Ja, 10 Münzen hatte der dabei. Autsch. Das war jetzt vielleicht nicht ganz so klug. Das Tor ist anscheinend zu. Was war das? Verdammt, was jetzt? Im Ernst jetzt? Ist das euer Ernst? So, ein bisschen ausweichen. Mann, oh Mann, oh Mann. Also das war ja jetzt echt mal... Das war jetzt echt mal krass, dass ich die gar nicht bemerkt habe. Naja. Kommt wohl mal vor, aber das sollte einem nicht zu häufig passieren. Wieso liegt denn hier auf einmal so viel? Scheiße. Ganz vergessen, dass ich was anderes ausgewählt hatte. So. Sicher ist hier jetzt nichts mehr. Da hinten liegt noch was Grünes. Holzentasche. Sie suchen? Nee, eigentlich suche ich ja eher weniger was. Ich habe ja den meisten Kram noch, von daher. Na gut, jetzt geht's erstmal zurück zu den Heinis hier hinten. Wobei ich da ja immer noch die eine Tür öffnen muss. Zum Glück hat mich meine, führt mich meine Mission da wieder hin, sonst hätte ich das wahrscheinlich auch noch vergessen. Okay, der schläft anscheinend. Was ist denn jetzt los? Wieso sind die denn? Sind die jetzt doch feindlich oder wie? Doch genau in meine Richtung. Jetzt ist der dann aufmerksam. Alter, der eine hat gerade was gegen mich. Das ist nicht cool. Das ist echt nicht cool. So, irgendwie stimmt hier was nicht. Jetzt gehe ich nochmal hier hin. Ach, eine Springmine. Okay. So, und den können wir jetzt da. Der hier ist ziemlich weit weg. Den wird niemand sehen. Der nicht, der da hinten nicht. F zum Halten direkt. Gut. Ach, das ist doch der Kerl, der was gegen mich hat. Wer ist das denn? Was gesehen? Na los, holen wir uns die. Diese dämlichen Feuerspucker. Was sollte das denn jetzt? Wieso hatte dieser Idiot denn was gegen mich? Ist doch echt nur nicht mehr normal hier. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Müsste der ja jetzt auch was gegen mich haben. Sehr gut, mach doch mal hier. Alter, gut, dass wir das Feuer nicht mehr so viel anhaben. Okay, ich lasse mich jetzt umbringen.
Weil das war jetzt gerade echt nicht. Oh, jetzt ist die Frage. Wo hat er das letzte Mal gespeichert? Jetzt auch nicht am Anfang der Mission. Okay. Okay. Der Kerl. Warum auch immer der was gegen mich hat. Wen haben wir denn? Komm mal jemand hierher. Okay. Okay. Also war es dann doch nicht so eine gute Idee, dann doch irgendwie hier die Leute alle auszunoggen. Das ist irgendwie... Was war das? Verdammt! Hilf mir mal jemand! Zu den Ratten mit dir! Ach, komm schon! Das war doch jetzt echt nicht nötig, die alle umzubringen. Ah, genau. Wie bin ich mit einem Knochenartefakt auf die Keks? So. Dafür ist der jetzt weg, der da ohnmächtig lag. Ja. Munition mehr dafür. Hier sind... ja, okay. Was ist das? Informationen über meinen vermissten Mann? Dann schieß los. Obwohl, Moment. Ich möchte es jetzt doch nochmal probieren. Eigentlich war es ja nur der eine Kerl, der was gegen mich hat. Vielleicht auch zwei, ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen wollte ich jetzt einfach jetzt schon. Okay. Dann, vielleicht gerade nochmal, dass ich den vielleicht K.O. schieße. Betäubungspfeile habe ich ja noch. Und da haben wir dich. Na los, holen wir uns diesen Kerl. Okay. So. Es war wirklich nicht die beste Idee, die alle einfach so mal zu holen, aber ja gut. Es war ein schöner Spaß, die alle auszunoggen, aber jetzt naja. Moment, was wäre denn, wenn ich... Da oben habe ich doch bestimmt die Möglichkeit. So, das mache ich jetzt. Oh, da pennt noch einer. Wie cool ist das denn? So, gut. Ich versuche jetzt da reinzukommen, ohne jemanden umzulegen. Einfach, weil das ein bisschen nervig ist, wenn man da die ganze Zeit Leute umlegen muss. Was ist denn hier los? Muss man jetzt hier über die Stahlträger hoch, oder wie? Ach was.
Jetzt bin ich schon mal hier. Dann kann ich auch weitermachen. So einfach kann es gehen. Jemand will wohl verletzt werden. Was hat der denn hier für ein Problem? Dann gehe ich mal auf den Tarnmodus, Schleichmodus. Ups, das war natürlich jetzt, wäre jetzt nicht so gut ausgegangen. Beide gehen weg. Bedeutet, ich kann runtergehen. Mich reinschleichen. Das Artefakt nehmen. Wieder auf Schleichen wechseln. Rauslaufen. Hoffen, dass der mich nicht sieht. Schön. Aha. Jetzt könnte ich zum Beispiel... Oh ja. Jetzt kommt er gerade hoch. Na gut, was soll's dann eben nicht. Das muss ja auch nicht unbedingt sein. So, was ich jetzt auch nochmal ausprobieren wollte ist, was passiert, wenn ich nichts mache? Dieser Galvani ist ein Blutsauger. Doktor nennt man die jetzt. Geh zu ihm und finde heraus, was mit meinem Vermissten... Okay. Was ist das? Informationen über meinen vermissten Mann? Dann schieß los. Na, mal sehen. Fletcher, ich bin's, Crowley. Für den Fall, dass du nicht zurückkommst. Du hattest recht. Jemand will deinen Tod... Will die Destillerie übernehmen. Die ganze Bottle Street Gang. Kommst nie drauf, wer es ist. Hatte auch keinen Schimmer. Deshalb brauchte ich so lang. Wollt sicher gehen. Was ist das? Ah! Nein! Nein! Ah! Crowley ist tot? Schade. War einer meiner besten Männer. Aber du und ich hatten ein Geschäft und ich halte mich immer an die Abmachungen. Nimm den Schlüssel hier. Ist nicht für die Golden Cat, aber für den Captain's Chair. Ein verlassenes Hotel, seit die Seuche diesen Stadtteil besucht hat. Geh die Treppe hoch und dann aufs Dach. Von da aus kommst du ins Golden Cat Bordell. Siehste? Slackshaw hält sich an Abmachungen. Fast wie die Männer, die die Stadt regieren. Vielleicht ein bisschen besser. Denk drüber nach. Vielleicht können wir uns nochmal helfen. Ich kann die Pendletons für dich erledigen. Leise und ohne Mord. Aber du musst mir einen Gefallen tun. Wäre natürlich auch interessant. Die Cat feiert heute eine große Neueröffnung. Viele reiche Kunden. Auch ein Kunsthändler heißt Bunting. Hat einen komischen Geschmack, sagen zumindest die Ladies. Aber auch schicke Sachen in seinem Haus, gut verschlossen. Was ich brauche, ist die Kombination für seinen Tresor, um das Zeug da rauszuholen. Auch die Pendletons wohnen da seit Monaten, weiß nicht warum. Also lungern da viele Stadtwachen und andere Soldaten rum. Bring mir die Kombination, mein maskierter Freund, und dann erledige ich die Pendleton-Brüder. Ganz einfach, muss sie nicht mal berühren. Und ich verspreche dir, ich töte sie nicht und niemand sieht sie jemals wieder. Wenn das kein Geschäft ist, weiß Slackjaw es auch nicht. Das klingt doch gut. Als ging er wohl umschieben, ohne sie zu töten. Kräfte? Oh, ich hab ja jetzt wieder. Mal sehen. Das ist jetzt schwer anhalten, aber ich denke mal, die Kontrolle über die ist cool.
Drücke links, um für kurze Zeit einen Tierkörper einzudringen und diesen beherrschen. Du kannst die Beherrschung jederzeit beenden, indem du den